Henry, Sweet Virginia, Blue Ridge Mountain, Cherry Aurelia. Leute, was geht? Hoffentlich ist mein Mikrofon nicht kaputt. Willkommen zu einer neuen Folge von Revi-Memes. Ja, Leute, jetzt alle drauf gewartet und ist es wieder soweit. Wir tun uns ein paar Revi-Memes angucken, die ihr zusammen in meinem Subreddit... Link in der Videobeschreibung und ebenso auf der Link zu meinem Instagram. Folgt mir da bitte mal rein. Dankeschön. Zusammengestellt habt und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was da jetzt wieder so bei rumgekommen ist. Es ist ein allwöchentliches Ritual. Letztes Mal muss ich tatsächlich sogar lachen und habe euch Komplimente gegeben. Schauen wir mal, ob ich das diesmal auch wieder tue oder ob ihr alle mein Vertrauen mal wieder zunichte gemacht habt und mich komplett nackig gemacht habt. Leute, ich würde sagen, wir schauen zuerst mal das erste Meme hier ran. Gucken wir mal ganz kurz. Das ist ein Bild von Tomory. Ich hab keine Ahnung, Alter, warum Thomas jedes Mal, es hat auch wieder Sneaky gemacht, der hat sein Scheiß Insta, das ist doch mit Absicht passiert, damit er seinen Billo blöden Müll Instagram hier supporten kann, Alter. Aber 6000 Story Views, Alter, ist gar nicht so weg. Ja, Thomas, danke dafür, du unfähiges Stück Kacke. Ich bin echt froh, wenn der neue Cutter bald endlich da ist, aber nach Ulm. Wenn du wirklich wissen willst, ob eine Frau schon schläft, frag einfach, hey, schläfst du schon Becky? Weil, pass auf, wenn ich frage, schläfst du schon, dann antworten die meisten Frauen nicht. Aber wenn ich sage, hey, schläfst du schon Specky, dann wird die Frau antworten, weil Specky ja voll die Beleidigung ist. Und dann wird man sehen, ob die Frau wirklich schläft oder nicht. Ich versuche ihn gerade, während ich das Video mache, mein Handy einzustecken. Das hat nicht funktioniert. Ich dachte, ich könnte es undercover machen. Nächstes Meme. Was hat der Arzt gesagt? 30 Euro bitte. Ich meine, was hattest du? 20 Euro. Nein, was dir gefehlt hat? 10 Euro. Ach, du Scheiße, meine Freunde. Man kennt das. Wenn man beim Arzt ist und man muss 30 Euro bezahlen, man hat aber nur 20 und dann hat man nur 10. Wo ist? Also, sorry, ich verstehe es jetzt an der Stelle nicht. Ist aber eine Paluten-Fanpage, da kann man ja nicht allzu viel erwarten, oder? Nee, Bilderauswahl an der Stelle super getroffen. Wo ist dieses Video von Paluten im Wald her? Keine Ahnung. Was hat Paluten im Wald getan? Will ich es wissen? Beantwortet es mir einfach in den Kommentaren, bitte. Nächstes Meme. Auf geht's. Ja, hier haben wir einmal zwei Schwäne, die sich küssen. Dann gucke ich einmal hier durch diesen wunderschönen Busch durch mit meinem wunderschönen Grinsen. Und dann sieht man mich hier einmal von hinten. Das ist sehr gut gemacht. Und hier steht dann einfach in den Schwanenhälsen: Nobody loves you. Ja, gut. Hab ich gesagt, dass es stimmt? Ja, das habe ich. Aber ich meine, wenn ihr mich wirklich liebt, dann kauft doch einfach meinen Stuhl, meinen Merch, nutzt meinen Creator-Code und schaut meine Streams, Leute. Was war... Ihr liebt mich doch auch, oder? Nö. Wenn ich gewinne, haha, solche Loser, ihr seid so schlecht. Wenn ich verliere, Leute, das ist kein Wettbewerb. Genau so und nicht anders, Alter. Wenn ich sage, so, ich spiele Fortnite, eben noch casual mit Patrick ein bisschen gespielt und dann gesagt, so mittendrin. Ja, hier, komm, Digga, ich hab jetzt hier 8 Kills, ey, ich hab dich. Und er hat dann später mit 10 und ich mit 8 abgeschlossen, sage ich, ja, war ja eh nur Joke, so, war ja nur so ein Joke-Duell, so, man kennt das. Auch immer damals, bei Schulnoten gemacht. Übrigens, schaut euch an mein Headset, Leute, guck mal, was für ein Broke-Ass-Hitter ich bin. Schaut euch mal bitte dieses Headset an, Leute. Das ist erbärmlich, Alter. Aber ich werde es niemals wechseln, weil es funktioniert noch. Und ich bin Allmann und ich werde kein Geld dafür ausgeben. Anderes Thema. Jedenfalls damals in der Mathe-Klausur auch immer so gesagt. Yeah. 15 Punkte. Mathearbeit wiederbekommen. 4 Punkte und dann gesagt. Ja gut, ist ja kein Wettbewerb. Das zählt ja eh nicht, ne? Hat leider nicht geklappt, die Argumentation von dem Lehrer. Bin da tatsächlich letztendlich nicht in dem Mathe-Abitur durchgekommen. Mathearbeit. Ach, wo wir gerade beim Thema sind. Ersten 85 Minuten. Letzten 5 Minuten. Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr, sehr ordinäre und genaue Beschreibung meines Verhaltens in der Schule gewesen. Die ersten 15 Minuten waren bei mir in der Klausur. Warte, ich baue hier nochmal Filmstreifen, Zahlengewusel im Hintergrund, epische Musik und eine geile Mathebrille auf mich drauf gekiet. Bitteschön, Thomas. Also, erste 15 Minuten meiner Mathearbeit. Okay. Verschaff dir erstmal einen Überblick. Schau dir ganz kurz an, welche Aufgaben zusammenhängen sind, wo du die meisten Punkte holen könntest. Was kannst du? Was hast du gelernt? Dann die nächsten 15 Minuten. Ich kann gar nichts. Ich habe nichts gelernt. Und dann die restlichen 20 Minuten sitze ich eigentlich nur rum und puppel in der Nase. Und das waren dann so zusammengefasst meine Mathearbeiten. Also ja, läuft auf jeden Fall. Die letzten 5 Minuten habe ich dann irgendwas hingeschrieben und dann irgendwie mit Ach und Krach immer nur 4 geschafft. Shoutout an meine Schullaufbahn an der Stelle. Ich warne dich, ich reiß bloß nicht das Tier in mir. Du glaubst doch nicht, dass ich ernsthaft Angst vor einem Esel habe. Nochmal, was ist das für ein Video, wo Paluten in einem Camouflage-Shirt in einem Wald rumläuft? Ich, also,
irgendwie macht mir das wirklich, wirklich Sorgen. Und welcher Mensch screenshottet meine Instagram-Stories? Hört auf damit, Alter. Warum? Warum tut ein Mensch so etwas? Lustig, Alter. Ich hab gelacht. Wirklich. Wenn man mit 1 HP überlebt, wenn der Gegner mit 1 HP überlebt. Oh ja, genau das ist das Feel. So, ja, Digga. 1 HP, easy Game für mich. Und dann, wenn der Gegner 1 HP hat, der hatte doch 1 HP, er hätte sterben sollen. Es ist immer genau das Gleiche. Und ich glaube, ihr kennt das Problem, wenn ihr einfach die ganze Zeit sterbt in Fortnite schlecht seid, so wie ich. Nächstes Meme. Ah ja, hier sind Paluten und ich dabei, gerade die Treppe hochzugehen mit einem wunderschönen Schrank. Hey, ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Zuerst die gute. Wir sind in der 15. Etage. Und was ist die schlechte? Wir sind im falschen Gebäude. Ja, ja, das ist witzig. Ja. Leute, kennt ihr das, wenn ihr das Gefühl bekommt, dass euer Lachgetriebe kaputt geht, wie in dieser einen SpongeBob-Folge? Genau das habe ich gerade. Ja, Paluten und Revi-Memes. Toll, lustig, lustig und nice. Lustig und nice. Ich will es mir nicht anschauen mehr. Liste mit Dingen, die Revi kann. Alles klar. Gut, da muss ich an der Stelle mal ganz kurz tatsächlich, sagen, dass ich ja doch einiges tatsächlich kann. Revi kann Fortnite. So. Gut aussehen. Chillen. Nice. Steht hier Mais im Moment. Da müssen wir hier ganz kurz so machen. Nice sein. Cool. Ja, das sind alles Sachen, die Revi kann. Ich weiß gar nicht, wo das Meme an dieser Liste ist, Leute. Man kann doch ganz genau sehen, dass auf der Liste nichts draufsteht. Alles klar. Geiles Meme. Arschgeil. Hab gelacht. Es sieht so aus, als wären sie schwanger. Was? Ich bin schwanger? Nee, aber es sieht so aus. Alles ja. Alles ja unglaublich witzig. Nee, das ist tatsächlich ganz witzig, weil das eine ernsthafte Konversation zwischen Kelly und mir gewesen ist. Ich sage Kelly durchgehend, dass sie schwanger aussieht. Sie mag es zwar nicht, aber es ist mir egal. Kopfhörer auf einem Video, in einem Video, wo man auf Memes reagiert, absetzen. Nee. Kopfhörer in einem Video, ja gut, alles klar, ich habe das Meme verstanden. Ich weiß auch nicht genau, wieso ich, es ist wirklich, also ganz ehrlich, Alter, wieso habe ich meine Kopfhörer immer an? Ich glaube einfach, um mich von der schrecklichen Außenwelt abzuschirmen, damit keine bösen Gedanken und böse Klänge meine wunderschönen Trommelfälle erfassen, damit ich in friedfertigem Einklang einen schönen Moment haben kann. Oder so. Diese scheiß Autokorrektur. Ich habe meiner Oma geschrieben, heute f***en. Dabei habe ich eigentlich morgen gemeint. Es ist ja witzig, weil man geht ja davon aus, heute stricken oder heute flicken oder heute blicken oder heute tricksen oder heute, keine Ahnung, Alter, aber auf jeden Fall wollte ich das meiner Oma nicht schreiben. Ich wollte meiner Oma nicht schreiben, hey, heute f***en. Aber ja, wem ist das auch schon mal passiert? Daumen hoch, wenn ihr schon mal mit eurer Oma, ich halt's Maul. Bus hält etwas länger an der Haltestelle. Entschuldigung, wie lange hält der Bus noch? Bei guter Pflege bestimmt 15 bis 20 Jahre. Ist auch ein Witz, weil, ich erkläre es nochmal ganz kurz, man davon ausgeht, dass Mo von mir erfahren möchte, wie lange der Bus an der Haltestelle stehen bleibt. Der Bus steht hier auch gerade vor der Feuerwehr. Ist eine tolle Haltestelle, wenn es dann brennt, dann fährt die Feuerwehr in den Park, in den Bus rein. Und ich sage, nee, der Bus hält aber noch 15 bis 20 Jahre. Ne? Muss man ein bisschen einmal um die Ecke, ne? Einmal um die Ecke. Ich kann nicht pfeifen, das ist traurig. Gut gefotoshoppt hier auf jeden Fall. Das sieht tatsächlich ordentlich aus. Dafür gibt's 4 Klatscher. Toll. Hab endlich meine letzte Mahnung vom Finanzamt bekommen. Dachte schon, die hören nie auf. Ja, das ist die letzte Mahnung, Alter. Und danach hören sie einfach auf zu mahnen. Genauso funktioniert das. Da kann ich auf jeden Fall jetzt hier an der Seite mal 20 Leute einblenden. Gut, machen wir nicht. Wir blenden keine 20 Leute ein. Aber ich könnte jetzt von über 20 Leuten erzählen, die genau das gedacht haben. Grüße gehen raus an diverse YouTuber, die tatsächlich gedacht haben, das Finanzamt möchte die Steuern gar nicht erst haben. Danke auch nochmal dafür an alle Leute, denen ich da mit Rat und Tat und auch finanziellen Mitteln zur Seite gestellt haben, die sich nie bei mir bedankt haben. Grüße gehen raus an ganz bestimmte Menschen. Treffen der anonymen Bauchräder. Hallo, ich, Moment, wer hat das gerade gesagt? Hallo, wer ist ich? Ich hasse dieses Treffen. Ja, ist lustig, weil es ist ein Meme. Und die Bauchräder reden ja aus dem Bauch und dann weiß man ja gar nicht, halt's Maul. Ja, Leute, und wir sind zum Glück wieder am Ende angelangt. Es ist schade drum, aber die schönsten Dinge hören immer viel zu früh auf. Aber so ist das dann nun mal. Ich wollte gerade schon wieder unpassende Witze machen, hab's mir aber dann doch verkniffen. Meine Freunde, wenn ihr mich weiter unterstützen wollt auf Instagram und tolle Memes erstellt, ja, dann folgt mir auf Instagram unbedingt rein. Nutzt gerne meinen Creator-Code, wenn ihr einkaufen geht bei Rewe, Real oder Kick, keine Ahnung.
sagen, wo ihr so hingeht. Ja, ihr könnt einfach mal im Gucci-Store hingehen, was euch für 1000 Euro kaufen und an der Kasse den Creator-Code Revinzeit droppen. Wenn ihr davon jetzt bis übermorgen Abend 5 Instagram-Markierungen mit einem Clip schickt, wo ihr das gemacht habt, da gibt es auf jeden Fall ein Like von mir auf Instagram. Ich würde sagen, es war eine absolut dumme Idee, diese Challenge anzubringen. Bitte macht das nicht. Ich möchte nicht, dass ihr in den Gucci-Store reingeht. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, wir sind über 10 Minuten. Falls nicht, Thomas wird schon irgendwie gerettet haben. An der Stelle bin ich raus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.